Moin, willkommen zurück zu Day of the Tentacle. Tentacle? Ich werde es niemals rauskriegen. Hallo, Dr. Fred. Ich habe hier einen Vertrag zum Unterschreiben, Doktor. Tut mir leid, ich unterschreibe nichts, was ich nicht gelesen habe. Gut, dann lesen Sie halt. Ich bin damit beschäftigt, die Menschheit zu retten. Ich habe keine Zeit zum Lesen. Jetzt lass mich alleine. Würden Sie bitte den Vertrag unterschreiben? Ich unterschreibe nichts Ungelesenes. Aber die ganze menschliche Rasse ist in Gefahr. Natürlich. Deswegen denke ich doch schon die ganze Zeit darüber nach. Ich habe keine Zeit zum Lesen. Jetzt lass mich alleine. Es geht um die menschliche Rasse, mein Freund. Würden Sie bitte den Vertrag unterschreiben? Ich unterschreibe nichts Ungelesenes. Unterschreiben Sie, oder ich werde echt verrückt. Und was dann? Bist du nicht mehr mein Freund? Ja. Genau. Die Gruppe aus dem ersten Teil soll hiermit bekannt sein als ein verrücktes Genie. Damit könnte ich leben. Gibt es eine Möglichkeit, ihm den Vertrag zukommen zu lassen, bevor die Menschheit in Gefahr ist? Warte mal. Hoagie, ich habe was für dich. Dankeschön. So. Wenn wir da jetzt die Briefmarke draufpacken. Ach, siehst du, es funktioniert sogar. Wunderschön. Dann öffnen wir mal den Briefkasten. Und? Das ist nicht gut. Er ist nicht unterschrieben. Na gut. Kannst du das nicht machen? Oder kann das dein Vorfahren nicht machen? Hallo, Ed. Was denn los? Toller Hut, Mann. Wo kriege ich so einen? Muss ich in einen bestimmten Laden gehen? Du willst nicht bei uns mitmachen, oder? Sag Bescheid, wenn du deine Meinung änderst. Schön, mit dir zu sprechen. Ich werde jetzt erstmal die Gründerfeder verarschen. So, das habt ihr jetzt davon. Ich will nicht. Der LALR-Übersetzer wird wie folgt konstruiert. Zuerst eine elementare Struktur. Hör auf damit. Es ist so kalt hier drin. Ich habe Angst, wenn ich einschlafe, wache ich als Eiswürfel in einem Drink auf. Herr Hancock? Ja? Mein Mantel. Verschwinde, du Liberaler. Kannst du das nicht unterschreiben? Ich will nicht. Zaubertinte? Er würde den Scherz nicht verstehen. Doch, natürlich würde er das verstehen. Entschuldigung. Ja? Das wollte ich schon immer mal machen. Dummkopf. Du hast Glück, dass ich so würdevoll bin. Was haben wir denn noch nicht benutzt an Gegenständen? Wir haben den Essig, den müssen wir... Oh, warte mal, ich habe eine andere Idee. Hallo, Laverne. Ach nee, Laverne hat das ja nicht. Sondern Bernhard hat das Skalpell. Hier, so. Nee, das will ich nicht schneiden. Nee, das will ich nicht schneiden. Nee, das will ich nicht schneiden. Ach, schade. Ich dachte, er sagt Ihnen was anderes. Was Witziges, was Schönes. Was haben wir denn hier uns noch nicht angeguckt? Können wir uns den Kamin angucken? Heiß. Hoagie, du bist so... Der Gründungskongress lädt ein zu Kommentaren, Kritiken, Verbesserungen an der Verfassung. Bevor ihr jetzt an die Decke geht, ich weiß, was man hier machen muss, aber ich will das erst langsam
machen, damit ihr versteht, wofür das gemacht werden muss, weil bevor man die Sache sieht, die man dadurch verändert, bringt einen das überhaupt nicht weiter. Hey! Was gibt's diesmal? Ich hab Essig mit. Was brauchst du noch für die Batterie? Öl, Essig und Gold. Ich brauche immer noch Essig und Gold. Lass es mich wissen, wenn du etwas findest. Okay, Essig habe ich. Die goldene Feder, ist sie gut? Ah, exzellent. Das brauche ich für meine Superbatterie. Ass rein. Ah, die letzte Zutat für meine geniale Batterie. Tritt zurück, Sohn. Ich brauche Platz. Was hat er da alles mit? Mit ihm will ich auch keinen Streit haben. Yay! Ein Wunder der Wissenschaft. Sie wird sich prima auf meinem Regal machen, bis ich sie mit nach Baltimore nehme. Mhm. Sieh nicht nach hinten, die Briten kommen. Wie? Wo? Soll das lustig sein? Bin sehr beschäftigt. Jetzt haben wir die Super Salatbatterie. Unterdessen. Wie wäre es mit einer Bestimmung, dass der Präsident ein Mensch sein muss? Bitte, wir versuchen ernsthaft zu sein. Okay, hast ja recht. Yeah! Okay. Sie gehört mir, mir, mir. Die Poweranzeige steht auf Null. Mein Blitzanzeiger, Bissanzeiger steht auf Grün. Okay, muss ich jetzt nochmal den Wagen waschen? Nee, ne? Wir gehen einfach mal zu unserem 100-Dollar-Mann. Und... Fertig für einen weiteren Zusammenstoß mit dem Schicksal? Ja. Sicher, warum nicht? Prächtig. Gib mir den Dragon! Und jetzt wird's ganz schicksalhaft. Okay. Jetzt! Ups! Das war blöd. Mal, es ist einfach. Ich sage jetzt und du schubst den Drachen. Ach so, drück. Ja, j'ai compris. Ich hab's. Wunderbar. Compré, ich war nie gut in Franze. Nee, drücken. Jetzt! Yay! Yippie! Hup, hup! Er fliegt so seltsam! Du hast es! Bleib so! Er ist zu schwer! Ich kann ihn nicht kontrollieren! So ist Moment es richtig. Noch, Ben! Bleib so! Er bricht aus! Er bricht aus! Renn um dein Leben! Na, das war interessant. Jau! Kann ich den Drachen mal kurz sehen? Nein, den nehme ich jetzt mit in mein Labor nach Philly, damit ich die Ergebnisse auswerten kann. Hm. Wünsch mir Glück! Ah, gut. Ich kenne deinen Namen gar nicht. Hoagie, Sir. Hat Spaß gemacht, mit dir zu arbeiten, Hoagie. Ich verspreche, mal eine Erfindung nach dir zu benennen. Hey, danke. Das ist echt nett von ihm, ne? Hoagie. Hm, jetzt muss ich gerade mal... Das muss ich jetzt nebenher nachgucken. Das weiß ich nämlich leider auch nicht. Hoagie. Submarine Sandwich. Also, dass es ein Sandwich ist, das war mir schon irgendwie klar. Etymologie. History and Etymology. Nee. Also, das ist leider alles fernab jeglicher Realität. So, nimm die Batterie mit. Und wir haben es geschafft. Wir haben Hoagie zumindest mit der Realität verbunden. Ha, ist schön, ne? Mach es auch! Ja! Boah! Oh,
ist das schön. Wenn du daran leckst, kriegst du einen gewischt. Okay, dann schauen wir mal, was haben wir denn noch? Wir haben den Wagen gewaschen, was davon brauchen wir denn nicht mehr? Die Tinte brauchen wir nicht mehr. Theoretisch, also wenn wir jetzt hier mit Hoagie das gemacht haben, brauchen wir hier eigentlich nichts mehr, oder? Na gut, dann müssen wir jetzt mit Laverne weitermachen. Denke ich mal. Wie kriegen wir denn Farnsworth dazu, dass er unseren Vertrag unterschreibt? Und wir haben noch relativ viele Sachen. Wir haben ja noch eine Maus. Und wir haben aber auch ein Mauseloch, ne? Versuchen wir das mal mit Bernard. Das bringt wahrscheinlich gar nichts, aber wir haben zumindest unseren Spaß gehabt. Dann haben wir noch Tipp-Ex. Was machen wir mit dem Tipp-Ex? Wir haben das Briefmarkenalbum noch. Das können wir eigentlich dem Typen wieder zurückgeben. Besser nicht. Wie jetzt, das Spielzeugmaus nicht ins Mauseloch zu packen? Bist du denn doof? Ach, die Plastikkotze haben wir auch noch. Und ein Kaugummi. Hallo. Rauf hier. Rauf hier. Ich höre was hier. Da, bitteschön. Hey, der Fleck ist wieder weg. Ja. Ich glaube, ich kann dir verzeihen. Manchmal mache ich komische Sachen und weiß nicht mal warum. Als ob mein Körper von einem perversen, sadistischen Puppenspieler gesteuert würde. Tja, wir alle haben manchmal dieses Gefühl. Jetzt will ich auch ein Hoagie-Sandwich. Pony-Express-Marken. Ja, nicht unbedingt die wertvollsten, aber sie haben einen ideellen Wert für mich. So, was gibt es hier sonst noch? Nichts. Schade. Aber sein Hamster ist ihm offenbar egal. Moin. Wie sagtest du doch gleich, war der Name deiner Frau? Sandy. Ach ja. Ich kann nicht glauben, wie durcheinander es hier ist. Ich geh mal kurz zu Hoagie und versuch mal diesen Tintentrick. Der ist neue das ein W93B-Sinnreport? Nein, es ist wieder ein 561AB unangenehme Dinge-Bericht. Der alte Trick mit der Zaubertinte, was? Sehr spaßig. Ich hab das mal bei meinem Boss gemacht. Oh, und was passierte? Er wurde hierher versetzt. Aha. Wie sagtest du doch gleich, war der Name deiner Frau? Nicht so eine gute. Sandy. Überhaupt nicht. Ach ja. Okay, was haben wir denn sonst noch? Wir können Dr. Fred mit Tipp-Ex vollschmieren und ihn dazu zwingen. Wir haben eine Maus. Die Maus muss ja irgendwas mit Laverne machen. Bin mir sicher. Dann haben wir ein Kaugummi, das ist auch alles Laverne. Was haben wir denn hier noch theoretisch? Wir haben nur noch... Wir haben eigentlich drei Tasks. Bernard muss diesen verdammten Diamanten beschaffen. Hoagie muss die Super Salatbatterie vollständig machen und diesen Chrono John wieder in Gang bringen. Laverne muss auch irgendwie nur eine Steckdose finden. Um mehr geht's doch gar nicht, oder? Da bin ich mir gerade unsicher. Das heißt, theoretisch ist das ja eigentlich gar nichts mehr, was man machen muss, oder? Wir können uns ja mal darauf konzentrieren, hier irgendwie diesen Typen wegzujagen. Weil wir unten in den Keller rein müssen. Das ist mein Junge. Können wir mit ihm reden? Hallo. Hallo, mein stiller, eingewickelter Freund. Ich muss den Chrono John anschließen. Vielleicht finde ich ein paar Batterien. Hui, du hast aber tolle Sachen an. Meine Oma hat eine Couch, die so aussieht. Meinst du, es ist komisch, zu einer Mumie zu sprechen? Es macht kaum einen Unterschied, mit den Spezies von der Medizinschule zu reden. Du bist zwar etwas älter, ich sollte jetzt gehen. Das bringt uns auch mal wieder nicht weiter. Gehen wir mal nach draußen. Eigentlich hilft bei... Oh! Siehst du mal eine Katze? Lecker, klasse Ungeziefer. Sieht so aus, als würde sie sich lieber am Zaun kratzen, als mit diesem Nagetier zu spielen.
Ja, so ein Zaun, der kann was. Können wir mit der Katze reden? Was für ein schlechter Anstrich. Schau an, Katze. Ich denke, sie kratzt sich den Rücken am Zaun. Dann verpassen wir dem Ding mal einen neuen Anstrich, würde ich sagen. Nehmen wir mal die Farbe. Weiß gefällt mir besser. Mir nicht. Und was mit den Spaghetti? Ah, siehst du mal, wabbelige, nasse Nudeln. Es ist schleimig und klebt zusammen. Das macht keinen Sinn. Nee, das macht doch wohl Sinn. Kaugummi am Zaun ist doch immer noch gut. Ah, wir haben jetzt hier einen Stecker? Ich glaube, das muss ich irgendwo reinstecken, aber es ist nicht lang genug. So, dann machen wir mal Stick Present hier, machen es ein bisschen länger und packen die Verlängerungsschnur ins Fenster. So, siehste. Ich möchte nichts durcheinander bringen. Ja, das ist nicht gut. Jetzt ist alles angeschlossen. Na, siehste. Können wir die Maus irgendwie pimpen? Nein, ich mag das, macht keinen Sinn. Das macht wohl Sinn. Okay, oder vielleicht pimpen wir unseren Menschen irgendwie mal auf, damit wir bei der Menschenshow mitmachen können. Ja, das ist doch mal eine Idee fürs nächste Mal, ne? Bis dann. Tschüss, tschüss.